Hallo, heute ist der Tag, wo ich mein Maisbrot machen werde und ich werde ein Maiskartoffelbrot machen. Das ist jetzt alles, was ich an Maismehl aus meinen Maiskörnern rausbekommen habe und das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich werde das mit Kartoffeln noch strecken. Ich werde ein Maiskartoffelbrot machen. Der Sauerteigansatz sieht wirklich wunderschön blasig aus und ich habe die letzten Male mit dem Hefewasser. Habe ich den angesetzt und das werde ich jetzt noch einmal machen. Also ich werde das erst heute Nachmittag machen und werde jetzt einfach von dem Hefewasser noch was reinmachen, anstelle von normalem Wasser. Dann noch ein paar Löffelchen Mehl. Dann werde ich das verrühren und dann wird das wieder auf die Heizung gestellt. Das wird jetzt oben, das blubbert schon schön. Das ist schon richtig fest. Also da hat sich auf jeden Fall gut Klebereiweiß gebildet. Da werde ich gleich doch noch ein bisschen mehr. Hefewasser reinmachen. Yes. Jetzt fängt es an richtig schön schlammig zu werden. Das Hefewasser hat auf der Heizung gestanden, das ist quasi schon lauwarm. Und der Saueransatz auch. Richtig schön schlammig. Und gleich zeige ich euch das dann, wie es nach ein paar Stunden auf der Heizung aussieht. Jetzt sieht man auch keine Luftblasen mehr oder sowas. Bis gleich! Der hat jetzt knapp 1,5 Stunden auf der Fensterbank gestanden und ist jetzt wirklich von hier bis hier oben hin ist sehr aktiv und es ist eben schon wieder richtig schön blasig. So, jetzt geht es weiter. Ich bin jetzt bereit loszulegen und es gibt jetzt noch einmal eine kurze Einführung in die Sauerteigherstellung, so wie wir sie hier im Betrieb machen. Das wäre die direkte Sauerteigführung. Wir nehmen quasi ein bisschen Roggenmehl und Wasser, warmes Wasser, ein ganz kleines bisschen Hefe und lassen das ein bisschen ruhen. Und da kommt dann, darum ist es die direkte Sauerteigführung, weil in einer indirekten Sauerteigführung wird der Sauer quasi mit Mehl und Wasser angerührt und wird eine Nacht liegen lassen. Ich benutze die direkte Sauerteigführung und tue den Saueransatz quasi direkt verarbeite ich in dem Teig. Und dort kommt dann Honig, Salz und Roggenmehl dazu. Hier steht jetzt 500 bis 700 Gramm, weil das Ganze ein relatives Naturprodukt ist. Der Sauer ist teilweise fester, mal flüssiger und von daher ist es wichtig, dass wir da dann mit dem Rest Roggenmehl ein bisschen variieren können. Und das dann quasi die normale Vorgehensweise: Form, Ruhen, Abbacken. So. Mein Experiment mit dem Maiskartoffelbrot. Ich habe keine Ahnung, ob die Mengen so passen. Das werde ich jetzt heute herausfinden. Ich denke, der Teig wird relativ weich sein, aber ich habe die ganzen Sachen schon hier. Der Saueransatz ist wirklich bestimmt nochmal bequem 3 cm hochgekommen. Er bildet schon eine echt tolle Porung. Also der ist bereit. So. Ich werde jetzt gleich Kartoffeln aufsetzen und werde das Hefewasser und einen Teil von dem Maismehl zusammenmischen und das dann an einem warmen Platz ruhen lassen. Wenn die Kartoffeln fertig sind, werden die geschält, gestampft, dann kommt das restliche Maismehl dazu, dann direkt das Mais sauer und ein bisschen Salz. Und auch das wird dann form, ruhen und abgebacken werden. Und ein kleines Bienchen von meiner Gesellin. So, die Kartoffeln stehen jetzt auf und ich habe jetzt hier das Hefewasser abgesiebt und habe da das passende Mehl laut meinem Rezept drauf getan. Und das werde ich jetzt vermischen und ich glaube, ich werde da doch noch ein bisschen mehr Hefewasser zutun. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass das Maismehl schon ordentlich
mehlig ist und wenig grieselig. Nein, da kommt noch ein bisschen, da kommt noch ein bisschen dazu. Ich notiere mir das dann natürlich. So, viel habe ich nicht mehr. Ein bisschen weniger wäre super gewesen. Ich tue den Rest noch mit dazu. So. Schon teilweise schön teigig. So. Das werde ich jetzt schön warm stellen und dann geht es gleich weiter, wenn die Kartoffeln fertig sind und das hier ein bisschen reagiert hat, hoffentlich. So, es geht weiter. Hier sind jetzt die heißen geschälten Kartoffeln. Die werde ich jetzt zerstampfen und dann werde ich den Sauer mit einarbeiten und unseren Ansatz von vorhin, der relativ fest ist. Ich muss auf jeden Fall das Rezept noch weiter überdenken, weil ich komplett unterschätzt habe, wie kleberhaltig das Mehl ist. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, es verhält sich eher wie, wie Roggenmehl, weil Roggenmehl hat sehr wenig Kleberanteil und darum hält es nicht so gut, darum ist es sehr schlammig. Und Moment, ich gucke gerade aufs Rezept, ich hatte 400 Gramm Maissauer eingeplant. Dann schauen wir mal, wie viel Maissauer wir haben überhaupt. Aber 400 halte ich für einen guten Plan. 300. So. 406, das ist super. So. So. Da ist jetzt der Maissauer mit drin und der ist richtig schön fluffig. Ich muss jetzt irgendwie diese Milchsäurebakterien und Hefebakterien, die da drin sind, irgendwie versuchen, in den Teig reinzubekommen und auch wirklich noch eine Lockerung hinzukriegen. Jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen, unseren Geschmacksgeber Salz. So. 15 Gramm. Das ist quasi zusammen mit dem Öl, mit dem ich dann gleich die Formen fette, ist das das Einzige, was nicht bei mir aus dem Garten kommt. So, also es ist ein bisschen aufgegangen, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich echt fasziniert davon, wie sich das Maismehl verhält. Das ist echt sehr abgefahren. Da muss ich auf jeden Fall noch viel überdenken. Ich denke, dass ich da viel weniger von brauche als von normalem Weizenmehl. Und ich hatte eigentlich mehr geschätzt, dass das in Richtung von Roggenmehl geht. Also dass es wirklich eher so eine schlammige Konsistenz hat. Aber ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. So. So. Jetzt merkt man auch schon, dass der Teig durch die Kartoffeln schön lauwarm ist. Ich hoffe, dass das dann gleich noch ein bisschen weiter hoch geht. Ich hoffe, dass... Er ist wirklich sehr schwer. Er ist sehr schwer. Das Interessante ist, oder was heißt das Interessante ist, das Lustige an der ganzen Sache ist, dass wir diese Experimente erst nächstes Jahr, wenn der neue Mais fertig ist, weitermachen können. So, schauen wir mal.
fühlt sich wirklich, wirklich abgefahren an. Das kann man nicht mit normalem Mehl vergleichen. Aber es hat auch einen ganz abgefahrenen Zusammenhalt. Und das kann man wirklich nicht. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe den Ofen, den ihr da hinten jetzt nicht seht. Ich schwenke gleich einmal hoch. Ich habe den Ofen schon angemacht. Der heizt jetzt langsam auf 220 Grad hoch. Und ich werde diesen Teig jetzt quasi aufteilen und in kleinen Weggläsern aufteilen, in denen er dann zu Ende geht. Also so ist es auf jeden Fall geplant. Ich werde auch etwas frei abbacken, weil im Grunde genommen ist ja die Prämisse, wie viel kann ich im Herbst oder im Winter für das Jahr über vorbereiten. So, den werde ich jetzt gleich schneiden und dann, also ich werde jetzt zuerst meine Weggläser ölen und dann ungefähr halbieren und das dann einfüllen. So, hello, ich bin gerade dabei, die letzten Töpfchen einzufetten. So, und werde jetzt diesen merkwürdig gummierten Teig. Also, ich weiß nicht, ob man das... Sieht eher aus wie eine Wurst oder sowas. Hep. 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 So, das ist dann zum Einwecken. Müssen wir mal gucken, ob das weiter geht. Und dieses hier, das kommt quasi, den rolle ich richtig schön an. So. So. Und da ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen Mehl, also Maismehl übrig habe, also ich habe eigentlich gedacht, ich werde alles drin verballern, weil ich insgesamt 500 Gramm nur hergestellt habe. So, kann man das hier? So, jetzt mache ich quasi ein Brot mit einer Mehlkante. So, das schneide ich jetzt oben drauf ein und dann kommt das jetzt alles auf ein Blech und, so, Entschuldigung, hier bin ich, und dann wird das jetzt noch einmal ein bisschen warm gemacht und dann, wenn der Ofen nachher auf 220 Grad ist, werden wir es reinschieben. Aber zuerst wird es jetzt noch ein bisschen liegen und mal gucken, ob es noch aufgeht. Ich bin sehr gespannt. So, da bin ich wieder. Und zwar ist es wie immer, wenn man irgendwas Neues ausprobiert, es funktioniert nie so, wie man sich das vorstellt. Also das Experiment läuft noch, ich bin wirklich gespannt. Das Schöne daran ist, ich habe immer noch Maismehl übrig. Und damit werde ich jetzt noch Tortillas probieren. Ich habe das Glas sauber gemacht, das ist jetzt der Rest von dem Maissauer und der kommt jetzt wieder in die Kühlung und wird dann ja stehen bleiben. Also wird natürlich zwischendrin kontrolliert worden. So, ich habe hier noch das Rezept, so wie ich es ursprünglich gedacht habe, stehen. Und hier kommt jetzt das Rezept, was ich benutzt habe. Oder Kartoffelbrot. So. Und zwar habe ich ursprünglich gedacht, ich nehme 200 Gramm Hefewasser. Das sind aber 550 geworden. Hätte ich mehr gehabt, hätte ich mehr reingemacht. Da wird dann, wenn die neue Ernte da ist, wird da das Experimentieren
weitergehen. Maismehl, habe ich ursprünglich gedacht, ich mache 300 rein. Hätte ich gewusst, wie potent dieses Mehl ist, also wie es sich wirklich wie normales Mehl verhält, hätte ich da wesentlich weniger reingemacht. Hier habe ich jetzt reingemacht 250 Gramm. Und ihr habt ja gesehen, wie bröckelig und wie fest das gewesen ist. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich mit dem Verhältnis 500 Gramm Hefewasser, 150 Gramm Maismehl arbeiten. Aber das Schöne daran ist, dass ich das jetzt aufzeichne, ist, dass ich es mir angucken kann, um dann nächstes Jahr im Herbst oder im Winter das weiterzumachen. So, weil mir das zu fest gewesen ist, habe ich dann, als die Kamera aus gewesen ist, noch 50 Gramm direkten Sauer drauf getan und habe das dann verknotet. Und das ist dann eben sehr knetig fest geworden. Es ist in knapp einer Dreiviertelstunde nicht großartig aufgegangen. Aber es hat sich luftiger angefühlt. Also ein bisschen Reaktion ist auf jeden Fall da gewesen. So, dann habe ich mir überlegt, dass ich anstatt der 400 Gramm warmen Kartoffeln, die ich benutzen wollte, habe ich 500 Gramm benutzt. Weil dieses hier sehr fest gewesen ist, einfach noch ein bisschen Feuchtigkeit reinbringen wollte. Warme Kartoffeln. So, Maismehl habe ich gar nicht mehr reingetan. Die 400 Gramm Maissauer sind geblieben. Sauer, hier natürlich auch Maissauer und die 15 Gramm Salz auch. Das habe ich dann verknetet zu dieser wunderschönen Wurst und habe das jetzt in den Förmchen drin. Der Ofen wird jetzt heiß, die Sachen stehen schön warm da und ich werde gleich wieder anschalten und mal gucken, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall jetzt das Rezept, was ich benutzt habe. Wir werden sehen, wie das wird. Interessant auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das die Nacht über im Warmen stehen zu lassen. Ich darf es nicht so behandeln wie Hefe, das wird mir immer klarer. So, es sind wirklich jetzt nach einer ganzen Zeit, also es entstehen kleine Risse, also da passiert auf jeden Fall was drin, aber es ist bei weitem nicht so heftig wie jetzt eine gekaufte Hefereaktion. Ich habe Wasser drauf gesprüht, das Handtuch ist schön nass. Hier habe ich auch schön Wasser drauf gesprüht. Der geht auch langsam, also geht ein bisschen auf. Und ich werde das jetzt bis morgen hier über der Heizung stehen lassen. Upp, da kommt es schön warm zwischendrin hoch. Und dann werde ich das morgen früh abbacken. Das bedeutet aber auch, dass das ein Zweitageslock wird. So. Ich bin jetzt bei 200 Oberhitze, 200 Unterhitze, habe jetzt alles nochmal angesprüht und reingestellt. Mal gucken, ob das was wird. Klack. So, die sind jetzt 20 Minuten drin. Es passiert nicht wirklich viel. Es ist immer noch sehr weich und gummig in der Mitte. Ich werde jetzt die Temperatur auf 100, also es sind 20 Minuten gewesen. Ich werde die Temperatur jetzt auf 160 runterstellen und den Zug ziehen und werde die langsam bei schwächeren Temperaturen weiter backen. So, 20 weitere Minuten sind um. Also ein bisschen was tut sich, es platzt auf jeden Fall weiter auf. Ich habe vorhin runtergestellt, die Temperaturen sind jetzt bei 183 und 194 Ober- und Unterhitze, der Zug ist gezogen. Ich werde das Ganze jetzt noch 20 Minuten drin lassen und dann auf jeden Fall rausnehmen. Dann ist es 10 Minuten länger drin als ein normales Brot. Werden wir mal sehen. So, die Brote sind jetzt eine Stunde im Ofen gewesen und ich werde sie jetzt rausholen. Ich habe hier Deckel für die Tupper-Töpfe und die Gummis. Die sind in Essigwasser gekocht worden. Ich habe die Klammer hier. Also, es ist tatsächlich ein bisschen aufgeplatzt und hochgekommen, aber ansonsten hat sich an der Form nicht wirklich etwas geändert. Der Brotleib an sich ist aufgesprungen und hat tatsächlich auch so etwas wie eine Krume gezogen. Da werden wir nachher ausprobieren. Und jetzt
Klammer drum. Und das werde ich jetzt bei den anderen Sachen auch noch machen. Bis gleich. So, ein letztes Hallo. Das ist jetzt der letzte Teil dieses extrem langen Videos. Ich habe jetzt diese Sachen eine Stunde abgebacken, sind jetzt quasi versiegelt. Da werde ich morgen auch noch einmal einen aufmachen und mal gucken, wie die geworden sind. Das Brot oder den Laib, den ich quasi so nebenbei noch gebacken habe, mal gucken, ob man das sehen kann, ist in der Mitte, ich habe jetzt die Spitze abgeschnitten, ist noch ein bisschen roh. Ich habe das probiert. Es ist extrem sauer und ich werde das hier jetzt in Scheiben schneiden und da quasi Brotchips von machen, dass ich es auf jeden Fall verwenden kann. Bei diesen hier bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Also es ist auf jeden Fall nicht großartig aufgegangen, wobei ich glaube, dass das wirklich daran liegt, dass das Maismehl, das war eine Falscheinschätzung von mir. Ich habe wirklich eher gedacht, dass es sich wie Roggenmehl verhält, aber es verhält sich wirklich komplett anders. Das ist ein komplett eigenes Ding für sich und ich habe auf jeden Fall noch was übrig und ich werde ein bisschen weiter experimentieren. Ich werde mehr auf meine Fehler in Retroperspektive eingehen, wenn ich im Sommer den neuen Mais aussehe und es dann wirklich eine komplette Serie von der Anzucht des Maises bis zum Zubereiten, bis zum Mahlen und dann bis zum Verarbeiten geht. Das war ein unglaublich cooles Experiment. Danke für alle, die fast eine halbe Stunde mit dran gesessen haben. Ich werde auf jeden Fall noch in einem anderen Log einen kleinen Nachruf machen, wenn ich in ein oder zwei Tagen versuche, eins hiervon aufzumachen und mir angucke, wie das dann von innen aussieht. Und dann werde ich auch zeigen, wie die Brotchips geworden sind. Also insgesamt eine extrem interessante Geschichte. Ich mag es wirklich total, neue Sachen auszuprobieren und das ist wirklich ja, so neu, wie es nur geht. Ich habe noch ungefähr 200 Gramm Mehl übrig und ich habe mir jetzt vorgenommen, meine Schildkröten haben gestern Eier gelegt, dass ich versuchen werde, einen Nudelteig zu machen. Weil letztendlich sind ja Nudeln, wenn sie dann getrocknet sind, auch eine ganze Weile haltbar. Und das ist ja quasi das, wo ich letztendlich versuche hinzukommen, dass ich so viele Sachen wie möglich aus eigener Herstellung haltbar mache. Und ich denke, einer der nächsten Videologs wird darum gehen, wie ich einen Nudelteig versuche zu machen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank beim dabei sein, das Ganze verfolgen, bis zum Schluss gucken. Wie gesagt, hier werde ich, das werde ich dünn schneiden und nachher im ausgeschalteten Ofen schön austrocknen. Und dann werde ich beim nächsten Mal die Brotchips vorstellen. Tschüss!